Es wird Zeit für den finalen Kampf vor Gericht. Wir speichern und ich würde sagen, jetzt es wird Zeit, Damon ganz zu überführen. Los geht's. Ich bin zwar schon ein bisschen heiser, aber ich möchte das jetzt echt durchspielen. Also ich bin jetzt so motiviert. 25. Februar 9:47 Uhr, Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Das ist das Angeklagtenzimmer. Richtig, aber ohne Angeklagte. Ich habe den ganzen Morgen versucht, Lana zu erreichen. Wo steckt sie nur? Und wo ist eigentlich Emma? Es sieht so aus, als ob es ist irgendwas vorgefallen. Ah, Edgeworth. Wie ich Sie kenne, haben Sie es bereits herausgefunden. Sie wissen, zu wem die Ausweisnummer 7 mal die 7 gehört. Nun, ich habe eine starke Vermutung. Es sieht so aus, als sei ich nicht der Einzige, der es herausgefunden hat. Der einzige Grund, weshalb der Prozess gestern nicht mit einem Urteil endete, ist, dass es noch Zweifel bezüglich des Ausweisverzeichnisses geben könnte. Gehört diese Nummer zu der Person, die Sie vermuten, wird es keinen Zweifel mehr geben. Schließlich wurde gegen ihn keine öffentliche Klage erhoben. Ja, das ist wahr. Noch nicht. Sobald alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind, kann ich das Urteil über die Angeklagte fordern. Nur 5 Minuten nach Verhandlungsbeginn würde Lana schuldig gesprochen. Aber sie hat es nicht getan. Ich dachte mir schon, dass sie das sagen würden. Deshalb bin ich hergekommen, um zu hören, was sie zu sagen haben. Das ist das erste Mal, dass er so etwas tut. Lana versteckt sich irgendwo und der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren, ist, sie zum Reden zu bringen. Die Wahrheit? Es hängt alles mit dem Fall SR9 zusammen. Seien Sie doch nicht dumm, heute ist der letzte Prozesstag. Wir haben keine Zeit, in der Vergangenheit zu schwelgen. Das hängt ganz von Ihnen ab. Na? Wird sie schuldig gesprochen, können Sie nie herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns vor Gericht, Wright. Na dann. Jetzt geht's los. Jetzt oder nie. Ich muss herausfinden, was Gunn gegen sie in der Hand hat. Boah, das ist ja spannend. Ich bin echt mal gespannt, wie der sich jetzt hier herausfinden möchte. 25. Februar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. So, los geht's. Das Gericht verhandelt nun den Fall Lana Sky. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Normalerweise hält die Anklage an dieser Stelle das Eröffnungsplädoyer. Hä? Zuvor jedoch möchte der Polizeichef einen Vorschlag unterbreiten. Polizeichef Gant? Okay, kommt er freiwillig her, ist auch in Ordnung. Morgen alle zusammen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, hä? Uchi, schon im Pool gewesen? Nein, im Augenblick ertrinke ich fast in Arbeit. Oh, das war gut. Glaube nicht, dass ich das überbieten kann. Polizeichef, ich würde Sie gerne fragen, was genau Ihr Vorschlag ist. Lana, also die Angeklagte, hat mich gefragt, ob sie sofort zum Gericht sprechen könne. Sie möchte was? Ja, nachdem ich nun weiß, was sie sagen möchte, sollte ihrem Antrag stattgegeben werden. Letztlich wird es allen viel Zeit und Mühen ersparen. Nein, bitte nicht. Mach keinen Unsinn jetzt hier. Was soll das Ganze, Angeklagte? Ich möchte nur einen einfachen Antrag stellen und dann bin ich fertig. Nun denn, wie lautet Ihr Antrag? Euer Ehren, ich möchte, dass Sie dem Verfahren ein sofortiges Ende bereiten. Nein! Doch nicht nach allem, was passiert ist. Hä? Ich befinde mich in allen Anklagepunkten für schuldig. Am 21. Februar dieses Jahres ermordete ich Inspektor Bruce Goodman. In der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Nein, nein, Lana! Oh. Genau, Einspruch. Das dürfen Sie nicht tun. Euer Ehren, die Behauptung der Angeklagten ändert nichts am Einspruch der Verteidigung. In diesem Fall, Herr Wright, benötige ich Ihre Dienste nicht länger. Aber Lana, Euer Ehren, hiermit verwirke ich mein Recht auf einen Anwalt. Die Anklage verfügt unter Umständen nicht über direkte Beweise gegen mich. Aber durch Zeugenaussagen und Indizienbeweisen wurde der Fall ausreichend belegt. Ich bitte Sie darum, Ihr Urteil jetzt zu fällen. Nun, die Angeklagte hat auf jeden Fall das Recht, sich selbst zu vertreten. Ihr Antrag ist rechtlich gültig, obwohl dies eine beispiellose Situation ist.
In der Tat gibt es anscheinend keinen weiteren Grund, diesen Prozess fortzusetzen. Auch wenn Herr Wright anderer Meinung ist. Das darf nicht wahr sein. Die Zeit für das Urteil ist nun gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für... Einspruch, Einspruch. Ja, sehr gut, Edgeworth. Gut so. Einen Moment, euer Ehren. Herr Edgeworth? Die Anklage hat die Schuld der Angeklagten noch nicht zweifellos bewiesen. Ein Urteilsspruch wäre jetzt noch verfrüht. Ach, kommen Sie, Worthy. Ich verstehe, dass es für Sie schwierig ist, aber seien Sie doch einfach ein guter Junge und halten Sie den Mund, hä? Ihr Ton gefällt mir nicht, Polizeichef Gant. Oh, wie bitte? Ein weiteres Lügenmärchen, um die Fehler aus Ihrer Vergangenheit zu vertuschen. Tut mir leid, aber ich bin nicht mehr der naive kleine Junge von früher. Hä? Dieses plötzliche Geständnis der Angeklagten zeigt, dass irgendeine geheime Abmachung getroffen wurde. Ach, irgendeine Abmachung? Nicht alle arbeiten so wie Sie, Worthy. Das dachte ich mir. Euer Ehren, die Anklage würde gerne jemand anderen als ersten Zeugen aufrufen. Oh, und wen? Die Anklage würde als ersten Zeugen gerne Frau Emma Sky aufrufen. Ich beantrage, dass Ihre Aussage vor Gericht gehört wird. Herr Edgeworth, ich übe mein Recht auf Selbstvertretung aus. Ich denke, wir müssen nicht fortfahren. Es ist mir egal, was Sie denken, Frau Sky. Oh. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, endet das manchmal in einer Tragödie. Wie dem auch sei. Egal, wie tragisch die Wahrheit sein mag, wäre es noch tragischer, sich von ihr abzuwenden. Nun schön, das Gericht wird dem Antrag der Anklage stattgeben. Ist das auch in Ihrem Sinne, Polizeichef Gant? Och, Worthy, das werden Sie bereuen. Glauben Sie mir. Frau Emma Sky, treten Sie bitte in den Zeugenstand. Es sieht so aus, als wolle Edgeworth den Stier bei den Hörnern packen. Oh, krass. Gut, Zeugin, nenne bitte deinen Namen und Beruf. Mein Name ist Emma Sky. Mein Beruf, ich bin Lanas jüngere Schwester und werde wissenschaftliche Ermittlerin. Vor 2 Jahren bist du dem Serienmörder Joe Dark von den Darkmorden begegnet. Stimmt das? Ja, ich versuche alles, um es zu vergessen, aber... Es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss dich bitten, dich noch einmal an die Ereignisse zu erinnern. Herr Edgeworth, bitte um Prozess, bitte, im Prozess geht es um den Mord an Inspektor Goodman. Ist schon ein gelöster Fall von vor 2 Jahren wirklich relevant? Ja, ohne Zweifel. Oh. Na gut, okay. Er gab sehr schnell nach. Bitte. Sage jetzt darüber aus, was vor 2 Jahren geschah. Okay, die Reise in die Vergangenheit fängt endlich an. Sie wird uns zur Wahrheit hinter diesem Prozess bringen. Vor 2 Jahren. An jenem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Ein Mann kam hereingerannt und nahm mich als Geisel. Neil Marshall rettete mich. Aber ich werde nie vergessen, was ich in jenem Augenblick sah. Der Mann hob sein Messer und stach Herr Marshall in die Brust. Tja, ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ich wurde ohnmächtig. Ich erinnere mich nicht an viel. Aber dieser Moment, den Emma gesehen hat, sieht er nicht fast genauso aus wie das Bild, was auf der Rückseite der Beweisliste ist? Das ist verständlich, aber bitte sagen Sie mir, Herr Edgeworth, was hat diese Aussage mit dem Mord an Inspektor Goodman zu tun? Das werden wir gleich sehen, euer Ehren. Oh, ich bewundere ihn für seinen Mut, denn er hat ja keinerlei Beweise. Nun gut, die Verteidigung möge mit dem Kreuzfeuer beginnen. Okay. Tut mir leid, Emma, aber da muss jetzt leider durch. Vor 2 Jahren. An jenem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Vor 2 Jahren war die Angeklagte eine Inspektorin bei der Polizei, richtig? Ja, sie kam in der Hierarchie direkt hinter Polizeichef Gant an der 2. Stelle. Meine Schwester, sie war die beste Inspektorin der Welt. Ja, ich erinnere mich. Oberinspektor Gant und Frau Sky waren wirklich ein gutes Paar. Ich glaube, sie hatten sogar ein gemeinsames Büro. Das stimmt. Ich saß immer am Schreibtisch meiner Schwester.
und träumte davon, auf dieser Orgel zu spielen. Auch an jedem Tag wollte ich mit auf ihr spielen. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an dem Tag ein Fest. Lana hatte mir versprochen, nach der Arbeit mit mir essen zu gehen. Ein Mann kam hereingerannt und nahm mich als Geisel. Ein Mann? Ja, Joe Dark. Er war ein Serienmörder. Joe Dark wurde an jenem Tag zum Verhör reingebracht. Wir mussten dringend etwas finden, um ihn festnehmen zu können. An sich die Gelegenheit, als sich die Gelegenheit ergab, flüchtete er aus dem Zimmer, nicht wahr? Nach seiner Flucht aus dem Zimmer nahm er den Fahrstuhl. Er muss in Panik geraten sein, denn der Fahrstuhl fuhr nach oben. Dann rannte er in das Büro von Sky und Gant. Draußen war großer Lärm, also öffnete ich die Tür, um nachzusehen. Da sah ich ihn. Neil Marshall rettete mich. Was hatte der Staatsanwalt dort zu suchen? An jenem Tag waren zwei Leute bei Darks Verhör dabei. Inspektor Damon Gant und Staatsanwalt Neil Marshall. Gant war auch da? Neil Marshall war gerade zum König der Staatsanwälte gekürt worden. Jung und voller Eifer ging er nach der Zeremonie direkt zum Verhörzimmer. Ich nehme an, deshalb war er der Erste, der hinter Dark herrannte. Als Dark mich packte, dachte ich, ich sei so gut wie tot. Und in diesem Moment kam Staatsanwalt Marshall herein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was dann passierte. Aber ich werde nie vergessen, was ich in jedem Augenblick sah. Kannst du uns davon erzählen? Herr Marshall stürzte sich auf Dark. Genau in dem Augenblick ging das Licht aus. Das Licht? Es war genau zu dieser Jahreszeit. Es gab ein schreckliches Unwetter und ein Blitz schlug in der Nähe ein. Also gab es einen Stromausfall. Warte! Wenn es im Raum stockdunkel war, hättest du doch nichts sehen können, oder? Ja, stimmt, aber dann gab es draußen wieder einen Blitz. Dieser Blitz hinterließ ein Bild in meinem Kopf, das ich nie vergessen werde. Ich verstehe. Ich erzählte dem Inspektor, was ich gesehen hatte. Dem Inspektor? Ja, Inspektor Goodman. Er war für den Fall verantwortlich. Inspektor Bruce Goodman, das Opfer. Weiter zuhören. Du hast also mit Inspektor Goodman darüber gesprochen, vor 2 Jahren. Ja, das ist, was diesen Prozess so unheimlich macht. Und du hast Inspektor Goodman erzählt, was du gesehen hast? Ja, aber damals konnte ich einfach nicht darüber reden. Deshalb hatte ich das Bild gemalt. Ein Bild? Ja, ich glaube, sie hat es schon mal erwähnt. Nun, Herr Wright, haben Sie genug gehört? Fragen zum Bild stellen, bitte. Wir haben das Bild ja. Das Bild, das die Zeugin malte, hat meiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung. Aber auf der Beweisliste, die ich vor 2 Jahren erhielt, war kein Bild angegeben. Zeugin, dürfen wir diese Erklärung deiner Aussage hinzufügen? Ja, euer Ehren. Ich habe diese Szene einmal gemalt, aber sie ist anscheinend verloren gegangen. Ist sie nicht? Ist sie nicht. Wir haben sie noch. Du hast ein Bild von der Szene gemalt, die du beobachtet hast. Ist das richtig? Ja, ich wollte alles tun, um die Ermittlungen zu unterstützen. Ich sehe es heute noch, immer wenn ich meine Augen schließe. Das ist komisch. Ich habe den Fall nach dem Tod von Staatsanwaltschaft Marshall übernommen. Aber ich habe bis heute kein Bild erhalten. Irrt sich die Zeugin vielleicht? Aber ich habe es gemalt, ich schwör's. Ich hab's nicht geträumt. Das Bild, das Emma malte, macht mich nachdenklich. Ich denke, ich sollte die Beweise nochmal überprüfen. Nun gut, machen wir weiter. Diese Szene hat ein Bild in deinem Kopf hinterlassen. Kannst du es uns bitte beschreiben? Der Mann hob sein Messer und stach Herr Marshall in die Brust. Das muss ein schrecklicher Schock gewesen sein. Auch jetzt noch, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich es klar und deutlich. Sag uns, was genau hast du in dem Augenblick getan? Ich glaube, du hast gesagt, dass ich Joe Dark als Geisel nahm. Als der Blitz einschlug und das Licht ausging, stürzte sich Herr Marshall auf Dark. Ich wurde zur Seite gesteuert und die beiden fingen an zu kämpfen. Ich habe sie ganz sicher beobachtet. Emma hat keinen Grund zu lügen. Dafür aber Lana. Ich muss Emma dazu bringen, mir so viel wie möglich darüber zu erzählen. Okay, können wir machen. Also, und zwar präsentieren.
Da haben wir's. Herr Edgeworth, dieses kleine Mädchen malte das Bild aus vollem Herzen. Und Sie wollen noch immer seine Existenz leugnen? Hä? Hey, ich bin ja nicht der Bösewicht. Ich sagte nur, dass mir als Staatsanwalt des Falls kein solches Bild gegeben wurde. Das mag wohl sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht existiert. Sehen Sie. Ist das die Beweisliste des Falls SR9? Mhm. Bitte drehen Sie das Blatt um, euer Ehren. Es umdrehen. Ich verstehe das Prinzip nicht. Ah, was ist das denn? Ja, was ist das? Hey, das ist es. Das ist mein Bild. Ja, sehr zufällig, ne? Dass es genau da drauf ist. Oh Gott, was geht hier ab, ey? Tatsächlich, man sieht ja zwei Männer, die miteinander kämpfen. Was hat das zu bedeuten? Woher haben Sie diese Liste? Nur der zuständige Staatsanwalt sollte Zugang zu dieser Liste haben. Hä? Diese Listen, sie unterscheiden sich voneinander. Was? Es sieht so aus, Herr Edgeworth, als ob die Liste, die Sie vor 2 Jahren erhalten haben, unvollständig war. Diese 2 Listen ergeben zusammen eine. Hier kann man sehen, wo sie auseinandergerissen wurden. Sehen Sie, Herr Edgeworth? Es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Vor 2 Jahren bekamen Sie nur die Hälfte der Beweise. Was? Ruhe! Wer hätte gedacht, dass das Bild auf der Rückseite der Liste gemalt wurde? Ja, das wurde Inspektor Goodman im Verhörraum überreicht. Okay. Ein Moment. Wenn die Liste in 2 Teile zerrissen wurde, heißt das... Euer Ehren. Geht es Ihnen gut, Herr Wright? Ihre Augen treten so hervor. Muss ich den Krankenwagen rufen oder soll ich die Augen zurückploppen? Wenn die Beweisliste in 2 Teile zerrissen wurde, dann ist der Rest des Bildes vielleicht auf der Rückseite von Herr Edgeworths Liste. Hä? Ja, das ist durchaus möglich. Herr Edgeworth? Es ist möglich. Na, lassen Sie mich nachsehen. Stimmt etwas nicht. Musst du wirklich fragen? Scheiße, ey. Ja, tut mir leid, euer Ehren. Da ist etwas Gemaltes auf der Rückseite meiner Liste. Das ist das Ding. Was? Warum? Wo kommt das denn jetzt her? Warum, ey? Das ist das Ding. Das Ding, das im Beweisraum getanzt hat. Offensichtlich hat es der Leiter der Kriminalabteilung für seinen Entwurf benutzt. Oh, wahrscheinlich hatte er kein Schmierpapier mehr. Oh. Beweisliste des Falls SR9, andere Hälfte in Gans Schreibtisch gefunden. Oh, warum? Nun gut, Zeugin, könntest du bitte etwas über das Bild sagen, das du vor 2 Jahren gemalt hast? Oh. Oh, ja, euer Ehren. Was ist nun mit Emma? Das Bild hat sie nachdenklich gestimmt. Okay, Emmas Bild. Weiter geht's. Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt habe. Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jenem Augenblick sah. Okay, das war kurz, aber bündig. Wenn man bedenkt, dass ein Blitz ein solches Bild in deine Erinnerung einbrannte. Nur deshalb war es ihr möglich, uns zu zeigen, was sie sah. Nun, ich sehe hier keine Widersprüche. Es zeigt, wie Joe Dark versucht, Neil Marshall umzubringen. Die Verteidigung möge mit dem Kreuzfeuer beginnen. Okay, dann wollen wir mal. Emmas Bild. Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt habe. Hast du dieses Bild direkt nach dem Vorfall gemalt? Ich glaube, ich malte es 2 oder 3 Tage später. Zuerst stand ich so unter Schock, dass ich zu nichts fähig war. Während dieser Zeit wurde ein Team aus Inspektoren zusammengestellt. Inspektor Goodman war verantwortlich. Unter der Leitung von Damon Gunt und Lana Skye. 2 oder 3 Tage später. Die Erinnerung müsste immer noch frisch gewesen sein. Entschuldige bitte, Zeugin. Aber könntest du uns sagen, warum das Bild ganz in Schwarz gemalt ist? Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Damals wusstest du nicht einmal, dass es Herr Marshall war, der dich befreite.
Nein, ich konnte ihn nicht genau sehen. Der Blitz war so grell und ich wurde zu Boden gestoßen. Du wurdest zu Boden gestoßen? Dark hat mich festgepackt, aber als ich Herr Marshall auf ihn stürzte, wurde ich weggestoßen. Ich drehte mich um. Und in dem Moment gab es den Blitz. Arme Emma, ich bin wirklich froh, dass sie nicht verletzt wurde. Was passierte nach dem Blitz? Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Du meinst, dass du den eigentlichen Mord nicht gesehen hast? Nein, es tut mir leid. Der Blitz erhellte die Dunkelheit nur für den Bruchteil einer Sekunde. Außerdem fiel die Zeugin aufgrund der traumatischen Situation in Ohnmacht. Müssen Sie das Mädchen wirklich weiter quälen? Was? Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Jedenfalls dieses Bild. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jenem Augenblick sah. Ist das so? Entschuldige, dass ich frage, aber hast du wirklich genau das gemalt, was du sahst? Natürlich, das ist genau die Szene. Du bist durch die Gespräche mit dem Inspektor nicht irgendwie beeinflusst worden. Unterstellen Sie uns etwa, Ihre Erinnerung manipuliert zu haben, Herr Wright? Nein, nein, natürlich nicht. Ich passe besser auf, oder er wird einen Weg finden, mein Gehalt zu kürzen. Ich habe dieses Bild gemalt, bevor ich mit den Inspektoren redete. Deshalb glaube ich, konnte mich keine Geschichte beeinflussen. Herr Wright, stört Sie etwas an diesem Bild? Hä? Oh, nun... Das ist seltsam. Sie behauptet, dass es genau die Szene ist, die in ihrer Erinnerung eingebrannt ist. Und trotzdem... Hier gibt es einen klaren Widerspruch. Ist das so? Ich würde aber sagen, diesen Widerspruch werden wir mal in der nächsten Folge aufdecken. Bis dahin.